Auch mehr als eine Woche nach der Bluttat von Chemnitz, in deren Folge ein 35-jähriger Familienvater verstarb, nachdem er von mutmaßlichen Tätern aus dem arabischen Raum regelrecht niedergemetzelt worden war, kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Ein Grund für die STV, sich hier noch einmal genauer umzuschauen. Also momentan hat man wirklich Angst, weil man ist einfach bei jedem im Fokus. Man hat das Gefühl, dass man bei jedem im Fokus ist. Und man weiß momentan nicht, wem man trauen kann. Oder ob jemand einfach schon im Hinterkopf hat, die könnten böse sein oder bösen Deutschen. Man weiß einfach nicht mal, wie man sich fühlen soll. Also man hat Angst. Ich habe auch Angst um mein Kind, was allein durch die Stadt geht. Wir haben uns am Rande einer Schutzzonenpatrouille mit Stefan Hartung, Sprecher der Bürgerinitiative Freigeist e.V. aus dem Erzgebirge, getroffen und ihn nach seiner Einschätzung der Ereignisse gefragt. Herr Hartung, wir stehen hier in Chemnitz vorm Roten Turm. Bevor wir zu den Bürgerprotesten kommen, über die ja sehr viel berichtet wurde, die tödlichen Messerattacken, die hier stattgefunden haben, sind sicher nur die Spitze des Eisberges. Wie stellt sich für Sie die Kriminalitätslage in Chemnitz dar? Die Kriminalitätsentwicklung in Chemnitz ist ja keine neue Erscheinung. Ja. Das hat sich ja schon die letzten Jahre angekündigt, wohin der Zug hier fährt. Durch die Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz-Ebersdorf hat die Stadt ja schon langjährige Erfahrungen im Bereich Ausländerkriminalität sammeln müssen, muss man leider sagen. Das ist ja kein Schicksal, weil sich die Stadt freiwillig so rausgesucht hat. Sondern der Freistaat hat ja hier schon vor Jahren massiv Asylbewerber nach Chemnitz in die Erstaufnahmeeinrichtung gesteckt. Und das hat sich natürlich dann auch hier im Stadtzentrum niedergeschlagen. Denn die Asylbewerber sammeln sich hier häufigerweise an verschiedenen Stellen. Das führt dann eben auch zu entsprechenden kriminellen Erscheinungen wie Drogenhandel, Kleinkriminalität, also von Diebstahl, Handtaschenraub und so weiter. Vergewaltigung ist leider auch ein trauriges Thema hier in Chemnitz, von dem man in der Presse immer wieder lesen muss. Und die Täter sind allzu oft eben Asylbewerber. Hat die Stadt darauf in irgendeiner Form schon mal reagiert, präventiv oder auch reaktiv auf diese Entwicklung in den letzten Jahren? Also die einzigen Aktivitäten, die man aus der Stadtpolitik vernehmen kann, ist eigentlich Kampf gegen rechts. Aber ein Kampf gegen die ausufernde Kriminalität hat man eigentlich jahrelang gescheut. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, die Augen nicht mehr ganz so stark zu verschließen, sondern man hat jetzt natürlich, ohne das Problem beim Namen zu benennen, in Chemnitz Überwachungskameras installiert, um eben da ein gewisses Sicherheitsgefühl dem Bürger zu vermitteln, was aber natürlich nur ein Placebo ist. Und an die eigentlichen Ursachen, nämlich an die kriminellen Ausländer, die Chemnitz zu unsicher machen, an dieses Grundproblem hat sich bisher noch keiner herangetraut. Ja, wir kamen ja gerade eben an dem Tatort vorbei, wo der junge Chemnitzer ja verstorben ist. Und da hängt ja auch ein Schild, Köthen ist mit euch oder Köthen kämpft mit euch. Man hört ja im Grunde jetzt mittlerweile, jeden Tag kommen ja Meldungen, obwohl sicherlich die Medien versuchen, es trotzdem zu deckeln, aber es lässt sich ja nicht mehr verschweigen. Kommen wir nochmal zu den Bürgerprotesten hier in Chemnitz zurück. Sie unterstützen das ja. Was ist denn zu dem zu sagen, was eigentlich unmittelbar nach dieser Bluttat von Chemnitz sofort zu vernehmen war? Da wurde der Fokus ja eigentlich sofort auf die sogenannten Hetzjagden gelegt. Mittlerweile gibt es ja auch anderweitige Aussagen dazu, unter anderem vom Ministerpräsidenten Kretschmer oder auch von dem Verfassungsschutzchef Maaßen. Wie schätzen Sie denn das ein? Also nach allen mir vorliegenden Informationen ist von einer Hetzjagd zu sprechen nicht nur übertrieben, das ist einfach regelrecht absurd. Also das ist mal wieder so eine typische Reaktion der Medien, dass man die eigentlichen Probleme, die da sind, möglichst gern unter den Teppich kehrt, indem man ein neues Problem erfindet, das es gar nicht gibt. Man warnt dann hier vor den bösen Rechtsextremen, vor den Nazis, die Chemnitz unsicher machen würden. Aber in Wirklichkeit ist das eine völlige Tatsachenumkehrung dessen, was sich hier und natürlich auch in vielen, vielen anderen Städten abspielt. Es sind ja nicht die Rechten, die
Leute überfallen, mit Messern abstechen, sondern das ist ja, kommt ja gerade aus einer ganz anderen Richtung und da spricht man in den Medien praktisch gar nicht drüber. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal, der aufgearbeitet gehört. Wieso die Medien derart hier mit einer sächsischen Großstadt umspringen, die in den Ruf, ja, da einen Ruf verpassen, der völlig ungerechtfertigt ist. So, und wie gesagt, die wahren Probleme völlig unbeachtet lassen. Sie hatten sicher auch Gelegenheit, weil Sie jetzt schon mehrere Male an den Demonstrationen teilgenommen haben, die von Pro Chemnitz organisiert waren, auch mit einigen Bürgern natürlich zu sprechen am Rande. Setzt da jetzt langsam so ein Erkennen ein, dass man langsam begreift, dass die Medien offenbar ein völlig falsches Bild zeichnen und stellen die Leute auch den Zusammenhang her zur Grenzöffnung? Also ich hoffe es, ja. Von meinem Eindruck her denke ich schon, dass die gerade die Demonstrationsteilnehmer sehr genau einzuschätzen wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist, was die Presse berichtet. Also ich habe das wirklich oft mit Leuten im Gespräch vernommen, dass man völlig entsetzt darüber ist, mit welcher Tatsachenverkehrung hier die Medien berichten. Und man sieht es ja auch darin, wenn irgendwelche Talkshows im Fernsehen laufen, da spricht man über Chemnitz, aber man spricht nie mit Chemnitz. Mit Chemnitzern. Ja. Genau, man hat nie Initiatoren oder Teilnehmer der Demonstration in irgendwelche Gesprächsrunden eingeladen, sondern immer irgendwelche Politiker und Politikwissenschaftler und Leute mit irgendwelchen anderen tollen Titeln, die aber von der Realität in Chemnitz überhaupt gar nichts mitbekommen haben. Und die Realität sieht eben so aus, dass viele Bürger in Chemnitz einfach die Schnauze voll haben und auch wirklich zu Recht auf die Straße gehen und hier keine Hetze verbreiten. Es hat ja seitens des Establishments eine ganz tolle Reaktion gegeben auf die Ereignisse in Chemnitz, statt also den Toten zu betrauern, den 35-jährigen Chemnitzer, hat man ja ein Gratiskonzert gemacht, wo gewaltverherrlichende Texte gesungen wurden, wo Gewaltfantasien letztlich hoch und runter gebetet wurden. Haben Sie mal die Gelegenheit gehabt, hier mit ein paar Bürgern vor Ort darüber zu sprechen? Wie nehmen die das auf? Wie wird das wahrgenommen? Vor allen Dingen der Umstand, dass selbst der Bundespräsident dann letztlich ja so eine Veranstaltung auch noch mehr oder weniger empfiehlt, indem er es auf seiner Facebook-Seite teilt. Also sozusagen der Tanz auf den Gräbern. Diese Metapher ist leider sehr passend. Also was da veranstaltet wurde, das ist eigentlich an Pietätlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Das ist eigentlich ein Riesenskandal, dass man hier auf einem Konzert davon singt, dass man in die Journalistenfresse die Messerklinge rammen möchte. Da wirft man den Demonstranten vor, dass sie Lügenpresse rufen. Ja. Ja. Also das ist auch ein Beispiel für diese Tatsachenumdrehung, die hier stattfindet. Die rechten Demonstranten sind natürlich pauschal alle gewalttätig und wollen das, haben nur Böses im Sinne. Aber alles, was links ist, ist gut. Und dass da verfassungsfeindliche Bands dort gespielt haben und halt wirklich auch verbale Gewalt verbreitet haben. Eben das Beispiel mit der Rasiertlinge in die Journalistenfresse. Man stelle sich mal vor, das hätte einer der Redner auf einer Chemnitzer Pro-Chemnitz-Demonstration gesagt. Was hätte denn das für einen medialen Aufschrei gegeben? Oder bei Freigeist. Oder bei Freigeist-Veranstaltungen oder auf jeder anderen rechten Demo hätte es einen riesen Medienrummel gegeben um dieses Thema. Aber wenn das von links geäußert wird, dann ist das alles in Ordnung und dann gibt sogar der Bundespräsident sein Like dafür. Die importierte Kriminalität, das ist ja jetzt so ein Schlagwort, das langsam offenbar bei den Bürgern ankommt. Jetzt gibt es ja diese Kampagne Schafft Schutzzonen. Überparteiliche Kampagne, die allerdings von der NPD initiiert wurde. Wie sehen Sie das? Halten Sie das für sinnvoll, für notwendig für eine Stadt wie Chemnitz? Könnten Sie sich das auch in Ihrer Region vorstellen? Oder sehen Sie das eher kritisch, weil man dann die Polizei aus der Verantwortung entlässt? Wie würden Sie das einschätzen? Grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Polizei erstmal ihrer Verantwortung auch nachkäme.
Das passiert ja viel zu oft gar nicht, was weniger daran liegt, dass die Polizei nicht will, sondern dass sie einfach schlichtweg kein Personal mehr hat. Das wurde ja in Sachsen jahrelang nicht nur verschlafen, sondern bewusst auch dahingehend umentwickelt, dass man gesagt hat, Polizeiabbau, obwohl eigentlich genau das Gegenteil notwendig gewesen wäre. So, und jetzt hat man eben die Situation, dass gerade bei uns im Erzgebirge, im ländlichen Bereich, zu später Stunde überhaupt gar keine Polizei mehr vor Ort ist. Also wenn da irgendwo mal was passiert, dann kann es passieren, dass der eine Streifenwagen, der gerade durchs Erzgebirge fährt, erstmal eine Stunde braucht, bis er am Tatort eingetroffen ist. Und das ist natürlich eine Situation, da müssen sich dann die Bürger langsam auch mal Gedanken machen, wie sie ihre Umgebung, ihre Kommune eigenständig geschützt bekommen. Also nur auf das Gewaltmonopol des Staates zu vertrauen, wäre zwar wünschenswert, aber in der Realität merkt man halt, dass dieses Gewaltmonopol mehr und mehr aufweicht und der Staat seine Bürger nicht mehr effektiv schützen kann. Ja, und dadurch, dass solche Schutzzonen etabliert werden, letztlich von engagierten Bürgern, lenkt man ja gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit auf die Probleme. Wenn die Polizei schon nicht zu den Brennpunkten kommt aus eigenem Antrieb, weil wir sagen, wir müssen die Bürger schützen. Vielleicht schauen sie dann wenigstens nach den Schutzzonenleuten und sind dann vor Ort und damit auch natürlich ansprechbar für die Bürger. Damit die Bürger von Chemnitz erfahren, worum es bei der Schutzzone genau geht, hat die Deutsche Stimme eine Sonderausgabe herausgegeben, in der erklärt wird, welche rechtlichen Möglichkeiten die Bürger haben, selbst für mehr Sicherheit zu sorgen. Diese Zeitung findet derzeit in hoher Auflage den Weg in die Haushalte, natürlich auch in Chemnitz. Was jetzt politisch passieren muss, davon haben die Menschen hier eine ziemlich genaue Vorstellung. Die Politik und die Justiz muss einfach mal durchgreifen. Einfach mal die Leute, die nicht geduldet sind oder die vorbestraft sind, einfach auch mal wirklich wieder wegschicken. Weil gerade das, was in Köthen passiert ist, da haben wir auch ganz groß Beileid, haben auch extra einen Altar aufgebaut. Die waren auch vorbestraft und nur noch geduldet. Es muss einfach nur durchgegriffen werden. Wir wollen keinen Ausländer raus hier parodieren. Es ist einfach so, dass wir einfach nur wollen, dass die Kriminellen auch wirklich abgeschoben werden. Mehr wollen wir gar nicht.